Weil den fand ich übergeil. Ja, ich meine, der hatte Ventilatoren im Cockpit. Ja, das ist allein schon... allein schon deswegen ist das geil. Ja. Kann man da irgendwo landen, außer auf der Straße? Nein, kann man nicht, natürlich. Oder guck mal, guck dich mal ein bisschen um, irgendwie, Philipp. Ja, mach ich gerade. Wo ist denn das Tankteil? Direkt unter uns fast. Guck mal nochmal. Nee, nee, muss auf der Straße landen. Muss auf der Straße fangen. Da muss ich aber immer... Alter, das ist voll für den Arsch. Von, ne? Dann guck mal jetzt irgendwie gegen den Bäumen. Da ist direkt einer neben uns. Und vor uns. Das ist toll. Und hinter uns. Ein Baum? Könnte knapp werden. Okay. Dann landen wir, machen wir es ganz anders. Links. Landen wir hier. Unter uns, wie sieht's da aus? Scheiße, das ist direkt. Scheiße, hinter uns ist direkt der Dings. Sieht echt so drehen. Ganz kurz, sieht echt so episch aus mit den Handgelenken, wenn man diese Warm Clothing anhat. So. Okay, einfach jetzt runter. So schön. Schön. Müsste passen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Jo. Dann gebe ich dir 2 Jerrycans, damit wir im Wechsel immer. Jo, gerne. Ich bin dann mal ganz kurz weg, ich komme gleich wieder. Okay, dann mache ich die erste Probe schon mal so. Also in der Western Airways oder wie auch immer die heißt, da ist schon mal nichts. Oh, leck mich da um Sack, Zombie. Drecks Zombie, au lol. So, da. Und rein. Das ging aber schnell. Ja, ich habe mir nur kurz eine Jacke übergezogen. Ah. Weil es im Zimmer gerade ein bisschen kälter ist. Keine Heizung und so. Doch, habe ich. Ja. Mit Kohlen heizen, ne? Ja, sicherlich. Muss nee, er benutzt... So, ich pack dir jetzt ein Backpack, ne? Bleib mal kurz stehen. Jo. Er benutzt sein PC als Heizung. Ja, genau, mein PC ist meine Heizung. Mehr brauche ich nicht. Das Ding läuft so warm. Da kommt so viel Wärme aus dem... Platz hast du da dann 20 Plätze, okay. Ohne Spaß, hätte ich mein PC nicht an, das auch mein Zimmer. 1 Grad kälter. Wärmer. Kälter. Wärmer, kälter. Kälter, wärmer. Kälter. Alter, fuck. Nochmal 20 Liter reingepumpt. Hä? Ich komm da irgendwie... Lol. Musst du nochmal aborten. Hast du die auch aus dem Rucksack rausgeholt? Ja. Okay. Fuel Tank Parts, hab ich da drin. Camping Tent Fuel Tank Parts. Soda Candles Switch. Na, jetzt geht's. Okay. Kann man ja nicht irgendwie ins Gear reingehen, das ist voll heftig. Kann der überhaupt Gear aufnehmen? Keine Ahnung. Ne, irgendwie nicht. Hast du. Also jeder 25 mal laufen. Boah. 4 Jerrycans. Nee, Moment, durch die Hälfte, das sind. Ja, okay, das sind dann 12 mal jeder 13 mal laufen. So, mal zwei, noch jeder 12 mal. Jo. Dann machen wir erstmal einen Flug über Mamalsk. Genau, da würde ich dann aber gerne dabei sein. Ja, da bist du dann als VIP dabei. Genau. Als Doorgunner. Als Doorgunner kannst du dich hinten reinsetzen. Und kannst ein bisschen rumballern. Also ein Magazin da. Oh mein Gott! What? Ich bin ohnmächtig. Oh nee, nicht so gut. So viel dazu. Verlierst du Blut? Ja, blute. Aber ich habe kurz ein grünes Blut, aber ich glaube, die Zombies fressen mich so ein bisschen. Oh toll, dann aborte. Nee, das geht nicht. Na scheiße, stimmt. So. Jetzt fressen mich auch noch die Zombies. Ich bin noch nicht mal bei der Hälfte, aber mein Blut ist noch gut. Wenn es rot wird, dann überlege ich, ob ich doch nochmal Alt-4 drücke, aber es dauert noch ein bisschen. Dann ist die Aufnahme im Arsch. Ja, aber ich lasse einfach meine Soundspur weiterlaufen, dann kann man euch ja längst nicht mehr hören, das ist das Problem dabei. Achso. Alter. Ja, mein Gott, haut doch einfach noch alle auf mich rein, ihr Scheiß. Weißt du, der schiebt mich durch die Wand durch. Ich hasse sowas. Dafür könnte ich dann wieder der Set in die Wand klatschen, aber... Na gut.
Nun gut. Und schon wieder in der Serbian Erbe. Mein Gott, werd doch jetzt wieder wach. Ich bin ohnmächtig, ich bin scheiße. Oh mein Gott, Marine! Jetzt blinkt mein Blut schon. Rot? Oder was? Es blinkt rot, ja, natürlich. Oh. Wenn jetzt der Zombie kommt, ey, der ist. Ich bin tot, ich fass es nicht. Nein, doch. Oh. Doch, du bist tot. Ja, du bist mein. Und ich wurde gekickt. Ja, das ist dann das Ende einer wundervollen Aufnahme. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten, die wir wahrscheinlich gleich aufnehmen. Aber trotzdem, also bis dann. Ciao. Da machen wir es. Was? Da machen wir es in der nächsten Aufnahme. Wir holen dich mit dem KA-60 ab. Das ist ein geiler Anfang. Genau, machen wir das. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Der Z. Nicht Staffel 2, ich sag's immer wieder. Und ja, ich bin hier gerade Sebian-Mine, Sebian Chemical Factory gespawnt. Ihr habt's gesehen. Und ich bin gerade eben gestorben in der letzten Aufnahme. Und ja, hier bin ich halt neu gespawnt. Und das Tolle daran ist, die beiden werden mich jetzt mit ihrem Heli, also mit ja, unserem allgemeinen, ihrem, mit Johns Heli abholen. Servus. Und ja, natürlich, habe ich völlig vergessen. John und Philipp sind natürlich auch wieder dabei. Mhm. Etwas verpeilt. Ich weiß immer noch nicht, dieses Fake-Auto. Ja. Mhm. Ich hasse das so schön. Können wir das irgendwie mit den Zettelcharts hochhören? Ja, ja, gerne. Oh, wir hören den Helikopter. Von wo kommt der? Wir sind gerade über der Chemical. Da ist er. Ich bin hinter dir. Ich bin noch wenn links von euch bin ich. Links. Mhm. Da ist noch ein Auto. Ich renne auf die Straße. Da ist noch ein Auto. Wo ist noch ein Auto? An der Küste. An der Küste. Direkt unten. Weiß nicht, ob das wieder so ein Fake-Ding ist. Da steht ein Auto. Renn einfach mal zu euch. Guck da. Da, ich seh's. Cool. Oh, oh, nicht abstürzen. Du hast das Auto hier unten nicht gesehen? Na, ich bin ungefähr 500 Meter von euch entfernt. Achso. Das ist ein richtiges Auto. Ne, das ist wieder ein Fake-Auto. Meinst du? Sieht so aus, weil die wieder Loot nehmen. Das ist eigentlich für Autos ungewöhnlich. Ich renn da mal hin. Ich suche erstmal einen richtigen Platz, wo ich landen kann. Das ist ja alles mir viel zu flach. Ich meine, wenn wir die Musik schon nicht einspielen können, dann können wir sie wegen selber machen. Genau, wir müssen jetzt alle summen. So, bist du denn? Wo ist denn jetzt hier das Auto? Hier, wo der Heli schwebt. Wo der Heli schwebt gerade. Ich komme gerade von links von euch gelaufen, auf euch zu. Direkt an der Küste. Ja, direkt an der Küste. Da, wo unser Heli gerade drüber schwebt. Ja. Jetzt bin ich hinter einem Deich. Bucht. Stucht. Jetzt höre ich den Heli nicht mehr. Sollen wir ein bisschen weiter nach oben steigen? Da bin ich. Hä, wo bist du? Links von euch. Ich sehe dich nicht. Ich laufe hier direkt an der Küste. Na, zum Zoom sehe ich dich nicht. Ja, ich auch nicht. Ihr seid 300 Meter von mir entfernt. Ne. Da oben läuft er. Ich sehe ihn. Oh. Ja, das ist rechts überhaupt nicht links. Er kommt direkt auf uns zugelaufen. Das ist links. Ist der Weißpunkt. Knall ihn ab, knall ihn ab. Ja, dafür müsste ich drehen, dafür müsstest du auf den Gunner-Seat gehen. Oh mein Gott, natürlich ist rechts. Was bin ich denn für ein Spaß? Das tut mir leid. Es tut mir leid. Ich könnte jetzt mit den S5 schießen auf dich. Ja, aber du könntest es auch. Doch lassen. Ich glaube auch, das ist ein Fake-Auto, aber ich guck einfach mal. Probieren geht über Studieren. Absoluter Schwachsinn. Obwohl, nee, ist gar nicht Schwachsinn. Na gut, ich parke mal hier auf der Straße ganz oben. Ja, genau, mach das. Da fliegt er. Na gut, ich renn mal zu dem Auto, guck, ob da irgendwas Tolles ist. So, kriegen wir auch direkt. Es sieht aber sehr aus wie ein Fake-Auto, aber ich guck mal. Jetzt schreiben sie mir nicht natürlich gerade in Skype an, ja. Da liegt Essen auf jeden Fall schon mal, das nehme ich schon mal mit. Ein Heatpack. Das ist ein Fake-Auto. Ja. Das muss ein Fake-Auto sein. So, wir machen mal einen Motor aus. Das muss keins sein, das ist eins. Ja, das ist... Ey, du musst dir vorstellen, ja? In meinem Mund, da sind zwei so eine kleine Drähte, die ganze Zeit in meine Zunge stechen. Kenn ich.
Kenn ich. Oh und ja. Gut. Und du hast das Ding nur unten. Ja, und oben. Achso, hast du auch. Aber oben ist nicht so schlimm wie unten. Ja. Lol, da ist gerade ein Zombie die Treppe. Das kenne ich, diese Situation. Oh ja. Bist du gerade? Da, okay. Dann geh mal auf den Gunner Seat. Kannst du dir so ein bisschen enjoyen, ja, wie wir die Map fliegen. Was soll ich mit dem gehen? Weiß ich nicht. Weißt du nicht, okay. Obwohl doch, am besten wieder zurück zu dieser Base da. Airbase. Zu unserer Base? Ja. Ich bin auf der linken Object, Seite. Ne? Object All oder? Nee. Oh, A2? Nee, Norinz quasi, ne? Ja. Okay. Markiere ich mir kurz. Norinsk? Ach so, da. Nee, ich dachte, wir fliegen nochmal noch im Object A2 oder zur Seria. Ja, Army Base. Fliegen wir zur Seria nochmal. Genau. Da haben wir aber eben schon gelootet, deswegen. Naja, da spawnt garantiert wieder was Neues. Na gut, dann machen wir es so. Wo war dieser Bunker nochmal? Da war Object A2. Ich will unbedingt A2, ne? Einmal mit diesem Teil hier Object schießen. Object A2. Ich werde gleich mal damit schießen, so Premiere-mäßig. Ja. Okay, warte, wo sind da viele Zombies? Moment, ich mach kurz Autohufer. Dann schieß mal auf die Stadt da unten. Warte, ja. Hol jetzt mal ein bisschen rüber. Boah. Warte, so. Ich geh mal so ein bisschen hier rüber. Alter. Boah. Hammermäßig geil, ja. Wo schießt du denn da? Das ist mit dem... Granatwerfer, Leute. Ja, genau. Warte da, pass auf. Jetzt muss er nachladen gerade. Wie viele Max hat das Teil eigentlich? 6 Schuss mit 8 Magazinen noch. Okay. Boah, hammergeil. Okay, gut, lass uns weiterfliegen, oder? Das machen wir anders. Jetzt verballern wir ja noch die ganze Munition. Wir machen das anders. So, jetzt geh mal in die Außenansicht und geh mal so, dass du den Heli siehst von hinten. Ja, warte. Mach ich. Allererste Premiere vom KA-60 auf unserem Server, wie ich mit den Raketen schieße. Und, hast es? Warte, nicht ganz. Ich kann nicht so direkt nach hinten. Mach ich gleich nochmal einen Anflug. Ich kann nicht so gucken. Das könnte ich nur, wenn ich auf dem Beifahrersitz sitze. Und das kann ich nicht. Okay, dann sollen wir nochmal kurz landen, damit du es sehen kannst. Könnten wir theoretisch tun. Na gut, dann gehen wir jetzt auf dem Airfield drunter. Ah, da hinten steht ein Ural. Oh, nein, das ist ein kaputter. Nee, ist nicht kaputter, glaube ich. Was? Kaputter, das ist ein kaputter. Der sah nur aus, das ist auch orange, deshalb. Achso. Dann wechselt man so durch. Genau. Eject. Ja, Philipp. Ich hab gerade irgendwie, war ich gerade abgelenkt. Warte mal, right and back. Ah ja, right and back, okay. Let's go. Ja. Perfekt von hinten. So. Hast du von hinten? Ja. Okay. Auf geht's. Bam. Boah. Also ich glaube, da ist einiges kaputt gegangen. Das mit dem Looten wird, glaube ich, ein bisschen schwierig werden, ne? Ey, ist ja wirklich kaputt gegangen, oder? Also ist wirklich richtig kaputt gegangen, oder? Ja. Wenn wir gleich mal das Chaos gucken, was wir da angerichtet haben. Ich kann auch mal rüberfliegen. Boah. Fliegen wir nochmal langsam drüber. Boah, das Haus ist kaputt. Ja, das Haus ist nicht mehr ganz. Welches denn? Ich seh's nicht. Welches kaputt? Da ist ordentlich was in den Boden drin, ja. Oh ja, stimmt, ja. Na gut, dann machen wir, fliegen wir weiter. Ja. Als wäre nichts gewesen. Ja. Ich habe immer noch 8 Schuss, deswegen. Auf zur Seraya-Base. Auf zur Serengeti. Zur Yeti-Base. Base? Ja. Wenn ihr auf dem Weg ein Auto seht, schreit rum, ne? Mhm. Wir sind auch gleich da, noch 1800 Meter. Ja, also noch 2 Stunden.